Aber jetzt bitte ich Marina Brehm auf die Bühne, früher für die NZZ gearbeitet und seit diesem Jahr für die Tamedia-Gruppe Zürich. Herzlich willkommen. Hallo zusammen, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Stoll, dass er mich noch einmal eingeladen hat, nachdem ich das letzte Mal in der Nacht im Hotel von dem Grippevirus heimgesucht wurde und es nicht mehr auf die Bühne geschafft habe. In diesem Jahr ist einiges passiert. Vom Einzelkämpfer hat sich meine Arbeitssituation von 50% Anstellung und 50% Selbstständigkeit verändert. In diesem Jahr zum Teamleiter von 7 Personen und einer 100% Arbeitsstelle, wo ganz viele Dinge zusammenfließen, ganz viele Baustellen vorhanden sind, ganz viele Schnittstellen beackert werden können, was unglaublich spannend ist, aber manchmal auch ein bisschen ein kopfloses Gefühl geben kann. Dennoch möchte ich euch gerne heute hier einen Einblick geben zu dem, was in meiner alten Arbeitstätigkeit passiert ist, bei der NZZ am Sonntag und wie sich meine Arbeit weiterentwickelt hat seit diesem Jahr. Zu meiner vorherigen Arbeitsweise mit der 50%igen Anstellung und 50%igen freien Tätigkeit kamen auch solche Aufträge an mich heran, wie zum Beispiel vom Zeitmagazin zum Thema Liebesfilme. Und ich wusste da ganz lange nicht, was mich erwartet. Ich habe da mit einer Illustration gerechnet und ich bekam am Schluss den Auftrag, eine Liste zu den 10 beliebtesten Namen in Liebesfilmen zu illustrieren. Und ja, ich habe dann mich mit einer ganz langen Namensliste konfrontiert gesehen und habe versucht, ein Bild dazu zu generieren, wie ich das auf eine Seite bringen kann und habe Bildrecherchen gemacht und mich von diesem Symbolbild leiten gelassen und dies grafisch, illustrativ abstrahiert und somit diese Namensliste entwickelt und kreiert, um diesen Vergleich darzustellen. Damit sind wir gleich vielleicht auch beim Kernziel von meiner Vermittlungsdevise oder Strategie. Ich mag es extrem gerne, die Grafik mit der Illustration zu verbinden, zu bezeichnen, etwas zugänglich zu machen, zu verständlich zu gestalten. Und somit werden wir bei meiner Arbeit für die NZZ am Sonntag, also ich habe hier die letzten 3 Jahre etliche Doppelseiten gestaltet. Und hier ein Beispiel, man sieht nicht mehr so viele Nuancen, zum Thema so gefährlich ist Krebs. Das war im letzten Sommer eine aktuelle Studie zu den Krebszahlen. Und es war mir sehr wichtig, so ein heikles Thema möglichst einfach reduziert darzustellen und trotzdem eine Aussage zu machen zu diesem diffizilen Thema. Ich habe hier Männer und Frauen immer die Gesamtzahl im Außenkreis von dem jeweiligen Krebs aufgezeigt und im Innenkreis die Sterblichkeit, die Todesrate zum Krebs und habe diesen dann ausgespart, um zu zeigen, in der Feinheit der Sichel, wie tödlich eine Krebsart ist. Ich habe das dann formiert auch zu einem krebsartigen Gebilde und so entstand dann diese Doppelseite, um einen kurzen Einblick zu geben. Des Weiteren kamen Arbeiten auf mich zu, wie Serien, zum Beispiel zu Sochi. Ich muss ein bisschen oberflächlicher da beschreiben. Es gab auch Magazine wie das Stilmagazin, wo ich Grafiken gemacht habe, oder Z-Magazin, was mehr Modeinhalte beinhaltete. Und ich kam somit im Jahr durchschnittlich zu circa 15 Doppelseiten in dieser 50% Anstellung jeweils. Die Weiterentwicklung der Doppelseiten war dann auch das weitere Vernetzen über mehrere Seiten, also dass man dann auch
ja, im weiteren Schritt Dossiers entwickelt hat, zum Beispiel zum Ersten Weltkrieg Jubiläum. Da kam dann die Zusammenarbeit mit einem Illustrator, Melk Thalmann aus Luzern, zusammen. Ich habe versucht, mich zu einem großen Storytelling-Arrangement da zu engagieren, habe mit dem Illustrator und mit den Redaktoren eigentlich wie ein Storyboard entwickelt, Grundideen, Grundlayouts, die Karten dem Stil des Illustrators angepasst, Statistiken gesammelt, ausgearbeitet, um da eigentlich wie ein Gesamtdossier zu erarbeiten. Waterloo hat auf diesem Konzept in diesem Jahr aufgebaut, wieder mit dem gleichen Illustrator, auch ein Konzept, das eigentlich bei mir ja, deponiert wurde und zusammen mit dem Redaktor und mit dem Layout eigentlich weiterentwickelt wurde, dass man eigentlich ein geschichtliches Thema modern versucht aufzuarbeiten und durch die Kombination von Infografik und Illustration bebildert. Hier war auch ein Dossier zum Wetter. Ich habe die Wolken visualisieren lassen, habe das ganze grafische Konzept erarbeitet. Die Schwierigkeit hier dran war, dass die Seite 1 auf der dass der Start, dass es nicht zwei zusammenhängende Doppelseiten war, also man musste schauen, wie bleiben diese Seiten zusammen, wie findet man den Einstieg, führt zum Kern weiter dieser Doppelseite und steigt wieder aus. Das waren die Wolkenvisualisierung, die ich dann so in das Gesamtkonzept eingefügt habe. Generell ging es immer darum, visuelle Bildsprachen, Bildklammern zu schaffen, wo etwas erzählt werden kann, wo ein Raum bespielt werden kann. In der NZZ am Sonntag war das hauptsächlich Hintergrundwissen Sport, weil man mehr Zeit hatte. Im Tagesanzeiger und Sonntagszeitung habe ich nun sowohl den Tagesrhythmus wie auch den Sonntagsrhythmus zu bewältigen. Und somit kommen auch ganz andere Themen in den Vordergrund, zum Beispiel Ausland, Inland und Wirtschaft. Wir haben ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Herausforderungen, kleinteilig, großteilig, ganz andere Zusammenhänge. Es ist die Konvergenz zwischen Tageszeitung, Sonntagszeitung und dann auch das Ausspielen in die Online-Versionen. Ein Beispiel ist zu den US-Wahlen, das wir gerade im Januar gestartet haben, eine Longform mit den Kandidatenbudgets, die wir animiert haben in der Longform und auch ausgespielt haben für den Print. Ich habe Sandra Niemann aus meinem Team, die alle Porträts zeichnen lassen, weil es mir ein Anliegen ist, wirklich auch die Zeichnung und das Beschreiben und einen emotionalen Zugang zu schaffen. Und diese Bildklammer ist hier nun geöffnet für das ganze Jahr. Wir haben die Porträts, wir haben einen Style Guide, wie wir eigentlich diese US-Wahlen über das ganze Jahr gestalten. Und aus aktuellem Anlass noch ein sehr frei interpretiertes Thema zu der Oscar-Nomination an diesem Wochenende. Da haben wir wirklich ein ganz verrücktes Storyboard von der Kultur bekommen, was immer ein sehr schwieriges Feld ist für die Redaktion, dass von dort her etwas kommt. Daher ist es eine sehr freie Arbeit geworden. Aber ich finde es toll, wenn man hier mit der Infografik-Illustration wiederum neue Welten aufbrechen kann, aufstoßen kann und eigentlich auch eine ganz verrückte Inszenierung beackern kann. Wir haben mit diesen Uhrzeiten gespielt, wann eigentlich diese Oscar-Verleihung stattfindet, wenn wir wahrscheinlich alle schlafen. Haben das über 33 Seiten konzipiert, wird morgen in der Sonntagszeitung zu sehen sein und natürlich auch als Animation im Online und wäre natürlich toll, wenn ihr das morgen euch anschauen würdet. Das ist auf tagesanzeiger.ch. Ja, das wär's und es soll inspirieren, um Grenzen ein bisschen aufzubrechen. Dankeschön.